warm. Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder der Tobi. Und der Henrik. Ja, und der Büsch mit seinem Mikrofon rum führt hier zu einer übelsten Übersteuerung. Und zusätzlich, ja, ihr habt es gerade schon gehört, das Rascheln. Der Henrik ist mit am Start. Es kommt heute zu einer neuen Folge von TH Hunters. Ich wollte gerade sagen, spare den Grammatikfehler. Ja, TH Hunters steht an. Und wie ihr seht, Call of Duty Schwarze Operation 2. Naja, nee, da war schlecht. Naja. Gut, ich sehe, wer ist denn das da überhaupt, der so im Meer ist? Ich sehe hier gerade die Insel, die Welt dreht sich da und da ist gerade so eine komische Insel vorbei, mitten im Pazifik. Naja, okay. So. Okay. Dann let's go to the Rumble. Yeah, bist du Partyleiter? Oh, ja, jetzt habe ich auch gerade gemerkt. Okay, dann einmal drin. Was? Oh, Herrschaft wäre ich gerade so dafür. Okay, machen wir Herrschaft. Dann let's get to... Nee, du hast Start vergessen. Let's get to start. Let's get ready to start. Let's so. Get the final... Eiskalt Express. Ich muss sagen, Express ist bis jetzt meine Lieblingsmap. Ich mag die. Gefällt mir sehr gut. Ja, zu meinen Punkte sehen, das Ganze sieht so aus. Drohne, Hunter, Killer, Blitzschlag, keine Ahnung. Ich kann das nur noch so spielen, warum auch immer. Auch eine Weltpremiere. Boah, Hamburg, bäh. Und zwar der Henrik ist leveltechnisch vor mir. Oh ja, das Spiel auch noch. Weil er das Spiel ein paar Tage vorher hatte, ne? Ich will mich ja nicht rechtfertigen. Ist ja. Ich hatte es ein paar Tage vorher und bin ein Level mehr als du. Ja, ich habe zwei Tagen so viel geschafft und naja. Okay, so, dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, was jetzt so möglich ist. Was sich so an Möglichkeiten auffächert. Bullet, Railway, Express, Los Angeles, USA. Herrschaft. Der Klang feindlicher Fußschritte verrät oft die Position des Gegners. Warten auf andere Spieler. So, ich würde sagen, 27 mit Schnellziehen, Reflex, nehmen wir uns mit. Let's get to this. Ich muss sagen, die Map ist richtig cool gemacht. Also, ja. Was mir auch auffällt, alle Black Ops Maps sind sehr, sehr farbenfroh. Sehr, sehr farbenfroh. Das gefällt mir sehr gut. Allerdings, ja, wenn da das ganze Gegnerteam auf mich wartet, gefällt mir das weniger gut. Da hast du recht. Aber Black Ops, also bin ich echt richtig positiv überrascht von dem Spiel, weil, gut, ich war jetzt natürlich auch ein wenig skeptisch, weil ich gedacht habe, wenn es so modern ist wie MW3, dann, ja, wissen, MW3 ist nicht das beste Spiel. Ja, und aber was sich eindeutig gezeigt hat, Black Ops ist kein MW3. Genau, und Black Ops ist Black Ops und bleibt immer im Black Ops-Stil und ändert es in positiver Art und Weise. Genau, und der Stil bleibt trotzdem erhalten, auch wenn es moderner ist. Ja. Also das ist immer das Gute. Also ich muss sagen, das Gameplay, was jetzt hier so meiner Meinung nach, das Gameplay hat sich verbessert. Die Grafik-Engine, ja okay, ist nicht die neueste. Also dafür holt man aber schon das Bestmögliche raus. Und wie gesagt, die Maps sind farbenfroh. Ich mag so dunkle Ecken, das kann ich absolut gar nicht ab. Ja. Und ja, das sind fröhliche Menschen. Fällt mir sowas echt besser. Hab ich gerade nicht aufgepasst. Da kam der Zug und hat uns mitgenommen. Ja, ich glaube. Oh Mist, die wollen B. Das ist nicht gut. Oh, ich krieg gerade nur aufs Maul. Was hat denn der da hingestellt? Ist das ein Trophy-System? Das dreht sich so cool. Ist ja nice. Hier ist gerade einer gestorben. Das heißt, da wird ein Gegner sein. Wir haben A verloren. Panzerkiller-Drohne eingesetzt. Ist er da unten? Ja. Ja, der ist da unten. Oh, zwei sogar. Die waren da hinten. Und was ich nochmal zu Black Ops sagen kann, ich bin... Black Ops 2. Ja, Black Ops 2. Oh, ja, sorry. Wo war ich? Ja, genau. Vom Sound her, von der... Ja, Sound. Okay, da hast du recht. Da ist es echt Hammer und das Menü ist viel tausendmal besser
gestaltet und. Was mir auch gefällt, die Hintergrundmusik, muss ich sagen. Die gefällt sowas von gut. Eine Innovation. Also die ist wirklich. Die Ingame-Musik, die macht süchtig. So nach dem Motto. Da ist man lieber im Hauptmenü als im Spiel, ne? Na, das vielleicht nicht, aber. Oh komm, einen noch zum Blitzschlag und hinter mir ist einer. Also komm, einen noch zum Blitzschlag. Mist, ich wäre angeschossen. Ey, warum sterbe ich eigentlich jetzt gerade schon 1000 Mal? Ich habe 1 zu 11. Irgendwie. Ich brauche noch einen Kill. Hunter-Killer? Ne, meine Hunter-Killer sollte eventuell mal. Ja, danke. Wer wollte das? Was ist das denn jetzt hier? Ey, wo nicht das mit? Njau. Na, wenigstens ein. Besser wie kein. Oh, oh. Boah. Ah, okay, das Trophy-System zerstört und den Gegner direkt mit. Der ist hier links lang. Nehmen wir uns doch gerne mit. Ja, bin beim Nachladen. Vektor Schalldämpfer. Nee, wartet mal. Ah, okay, Hunter-Killer. Hauen wir gleich wieder hier nach oben. Und jetzt. Ah, okay. Kriegen wir gleich den nächsten Blitzschlag. Das wäre sehr schön. Sehr schön wäre das. Sehr schön. Nächster Blitzschlag, aber tot. Wunderschön. Alle bei B. Alle bei B. Alle bei B. Alle B? Okay. Ja, ich krieg eh gerade nur aufs Maul. Also irgendwie bei jeder. Okay, irgendwie bei jeder Teach Hunters Folge bin ich irgendwie grottenschlecht. Ich verstehe es auch nicht. Also. Aber so gewaltig ist der Unterschied ja eigentlich gar nicht. Also du bist schon. Ist schon ganz in Ordnung, was du ablieferst. Ja, also aber. Nicht, du absolut Grotte bist. Ja, aber ich kann mich da irgendwie nicht gescheit konzentrieren. Ja, naja, das ist halt labern und. Tja, das ist halt das Schwierige, deswegen sind die ganzen Kommentatoren nicht immer die allerbesten Spieler, das ist aber völlig normal. Das hast du jetzt lieb gesagt. Das war wunderschön. Ist absolut legitim, würde ich sagen. Oh, hier Vorräte. Hau da raus. Okay, erste Halbzeit ist rum. Die schließen wir mit einem Score von 18 zu 8 ab. Ja. Positiv. Jo. Ist annehmbar und. Boah, hier. Roms. Mist, ich habe eigentlich noch gar nicht zur Synchronisation gemacht. Könnten wir ja jetzt mal eben machen. Jo. So, das heißt. 3, 2, 1, go. So, hoho. Ab zu C. Und gleich zu B. Sofort zu B. Oh, ich habe eine Hunter-Killer direkt. Oh, was war das jetzt? Ja, bei mir auch. Achtung, bei C könnte uns gleich einer kommen. Oder den Gang hoch. Ah, okay, da links. Da vorne links. Ich laufe mal ein bisschen hinter dir. Ich warte, wo kam der? Von oben. Ah, okay, ich hab ihn. Hast du ihn? Gut. Ja. Oh, jetzt hab ich nochmal geschossen, aber der ist nur runtergefallen. Oh, ich hab ihn. Sehr schön. Ah, da kommt noch einer hinten im Gang. Helf mir. Habe ich. Da ist noch einer. Ganz hinten. Hast du den? Oh, ich habe ihn. Ja. Habe ich. Ah, oben. Einer. Hinter dir. Ich hau dir jetzt einfach hier. Ich hau einen Blitzschlag hierher. Da, wo die gerade sind. Ja, ich habe da, wo ich jetzt den Blitzschlag hingehauen habe. Nein, ich habe einen mitgenommen. Macht ja nichts. Okay, komm, wir gehen mal wieder runter. Vorsichtig. Ich gehe links lang. Ich werfe hier mal so ein Stäbchen. Schwangerschaftsstäbchen. Ja, das ist genial. Komm, B. Ich find's cool, so die auch. Teammates helfen mir. Das ist sehr wichtig. Endlich mal Teammates, die ein bisschen was vom Modus verstehen. Ah, okay, das macht nichts. Ah, das macht absolut nichts. Wir gehen mal jetzt wieder. C ist safe und B ist. Ich geh zu A. Ich bin bei A. C ist nicht safe. Jetzt ist safe. Oh, Mist. Ah, er hat auch gedropshottet. Der kommt jetzt da. Oder da. Was los? Ja, ich hab. Der hat mich sofort wieder getötet. Ja, der will C haben.
Hahaha. Oh. Es wäre ein Punkteregen gewesen. Jetzt sind wir bei A. Ich würde ganz gern C wieder haben. C? Warum? Hecht, Sprung, Spring, Sprang, Sprung, der mir einfach mal entgegen. Oh, ich hab Mikrowelle. Mikrowelle. Sehr schön. Wo soll ich die hinhauen? Ich hab auch eine Mikrowelle zu B gestellt. Dann stell ich eine zu A. Oh, wie ekelhaft. Ja, die nehmen B ein. Shit. Ich will das gewinnen. Wir verlieren B. Ah, der hat gar keine. Das war ein Trophy-System, was er da hin macht. Ich dachte, es war eine Mikrowelle. Der stirbt. Ja. Musste. Da tun wir Schwangerschaftsstäbchen hin. Und auf der Seite gucken wir. Oh, ich wusste es. Boah. Alter. Drohne. Noch eins weiter, noch eins weiter, noch eins weiter hier unten. Ach, sehen gut. Ja. Gut. Sehr gut. Hunter-Killer raushauen. Ja. Der ist eigentlich schon ganz gut. Also, so, okay. Drohne ist jetzt noch gekriegt. Jetzt zeige ich den Blitzschlag. Ich hau die jetzt mal einfach alle dahin. Ah, ich krieg nur Hitmarker. Das ist doof. Ah, schade. Ja, das war genau im Gebäude, das war das Problem. Die waren da aber alle. Ich hätte, glaube ich, noch warten müssen. Das war mein Fehler. Nein! Okay. Schranken kommen. Ich muss weg. Boah. Boah, Alter. Boah, ganz knapp den Zug entgangen, Freunde. Boah! Boah, ich bin schon. Ich hab's gerade so noch geschafft, Alter. Aber gerade so. Hey, ich hab doch gedropshottet, du. Fleming. Ja, ohne wirklich Aim zu haben. Ich glaube, das war bei ihm jetzt gerade mehr Glück als Verstand. Naja. Ich habe eine Drohne. Also so eine Schießdrohne. Oh, Knife Run. Knife Hechtspringer. Du herzlichen Glühstrumpf, du Bauer. Ey, haut der mich da mit hier Granatwerfer oder Small oder so im Ranz weg? Das ist aber nicht die feine englische Art. Genauso wie das hier. Oh, jetzt sind es die letzten 20 Sekunden. Nochmal ranhalten. Wir sind am Gewinnen. Ich keinen Kill krieg mit der Drohne. Oh, ein Kill. Dragonfire. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Oh, okay. Gut. Ein Kill, ja, passt. Nicht als positiv werten, dass wir so verlieren. Beziehungsweise, dass ich gerade nochmal am Ende so abgenommen habe. Das war ein bisschen doof. Oh, mein Final Kill auch noch. Na danke. Das ist, glaube ich, ein Double. Echt? Nee, ich glaube nur der. Ich hätte die alle noch weggeholt. Hätte ich alles geschafft. Achso, doch. Alle. Du bist gestorben. Mimi. Okay, ja, ich würde sagen, das war's dann vorerst für diese THC-Folge. 36-20, naja. Geht doch. Passt. Noch. Naja. Okay, ich würde sagen, in dem Sinne soll es das erst einmal von mir gewesen sein. Henrik bekommt dann jetzt gleich sein episches Schlusswort, nachdem ich aus der Lobby raus bin. Oh, shit, du warst Partyleiter. warte, das können wir korrigieren. So, okay. Jetzt sagst du noch Tschüss und alle freuen sich. Ich bin erstmal raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.